Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Vreni und Babsi reden Klartext. Heute haben wir wieder ein Frapsi Meets und zwar mit der Nina Schnitzenbaumer. Und wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das bitte sofort, damit du dann wieder eine Nachricht bekommst, wenn wir das nächste Mal auf YouTube ein Video hochstellen. So, von mir ein herzliches Hallo und auch an dich, liebe Nina. Herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns da ein Interview zu führen. Also danke erstmal für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und freue mich schon auf die nächsten Minuten, was wir hier so bequatschen werden. Wir uns auch. Magst du dir gleich zu Beginn einmal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst? Sehr gerne. Die Frage ist immer so spannend und was du machst, weil das mittlerweile so allumfassend ist. Genau. Also, was du aktuell machst. Ja, genau. Ja, also mein Name ist Nina Schnitzenbaumer. Danke für die kleine Vorstellung. Und ich helfe selbstständigen Unternehmerinnen, also wirklich auch Frauen, hauptsächlich spezialisiert dabei, von innen heraus emotional so perfekt aufgestellt zu sein, dass sie ihr Business rocken können. Und das mache ich mit Hilfe von richtig geilen Coaching-Übungen, Coaching-Tools, in Einzelcoachings, in Gruppensessions, auch mit meiner Community, um wirklich da gestärkt rauszugehen und wirklich, ja, alle Widerstände im Innen sozusagen lösen zu können, um aufs nächste Level zu kommen. Sehr, sehr cool und sehr interessant. Und wir haben uns ja auch ein paar bunte Fragen natürlich notiert, damit wir doch dir ein paar so Sachen fragen, die wir uns vorher überlegt haben. Aber grundsätzlich, wir lassen das Gespräch laufen, weil wenn du was erzählen möchtest, du Tipps geben möchtest, wo du sagst, das wäre mir aber wichtig, dass das eben jetzt diejenigen, die das jetzt anschauen, auch hören, sehen, dann bitte einfach los. Sehr gerne. So. Und jetzt fangen wir mal, mich interessiert ja immer ganz die Wurzel sozusagen. Gell? Du hast es ja im Vorgespräch erzählt, du bist ja tatsächlich vom Studium direkt in die Selbstständigkeit. Gell? Wie ist bei dir so der Schritt gekommen, dass du jetzt nicht sagst, okay, ich suche mir jetzt einen Job und schaue mir das mal an, sondern ich gehe sofort in die Selbstständigkeit. Spannenderweise war es ja nie als Selbstständigkeit geplant, sondern es ist immer aus dem Hobby heraus eigentlich entstanden. Also es war nie so ein Traum, ich werde selbstständig irgendwann mal, sondern es war immer so, damals ganz spannend, ich habe gar nicht in dem Bereich angefangen, wo ich jetzt bin, sondern damals Fotografie und Film, also ganz anderer Bereich, und habe das so aus dem Hobby angefangen. Also habe einfach so hobbymäßig fotografiert, gefilmt und habe mir über nichts irgendwie Gedanken gemacht und habe dann gemerkt, irgendwie kommen immer mehr Menschen auf mich zu, die dann wissen wollen, hey Nina, kannst du mich auch mal fotografieren oder kannst du mich auch mal filmen? Und so kam dann in mir der Gedanke auf, so, wenn so viele Menschen Interesse haben daran, vielleicht würde ja dann auch jemand mal irgendwie 10 Euro dafür bezahlen oder so. Also noch so voll klein gedacht am Anfang. Und daraus ist es so entstanden, also eher so nach der Nachfrage, was total spannend ist, dass es gar nicht von mir so initiiert war, sondern immer so aus so einer inneren Leidenschaft heraus und das die Nachfrage dann generiert hat im Außen. Sehr cool. Ja, und vor allem, ich glaube, Foto oder Fotografie oder auch Videografie, wenn du so kreativ bist und das wirklich früh anfängst, ich glaube, da lebt man ja total rein. Es ist ja voll die Leidenschaft dann, die man im Grunde dann, so wie bei dir, zum Beruf dann macht, weil halt einfach es sich so ergibt tatsächlich. Genau. Ja, also das war schon während dem Studium, weil du jetzt auch gerade diesen Übergang angesprochen hast zwischen Studium und Selbstständigkeit. Während dem Studium habe ich dann einfach ein Gewerbe angemeldet, damit ich einfach so den ein oder anderen Auftrag machen kann. Cool. Und habe dann gemerkt, boah, es wird immer größer, es kommen plötzlich immer mehr Anfragen, habe halt auch eine Facebook-Seite gegründet, um meine Arbeiten dort zu zeigen, habe gemerkt, die Community wächst und dann habe ich schon so ein bisschen forciert, so gegen Ende des Studiums und habe gemerkt, okay, wenn so viele Menschen mittlerweile bereit sind, dafür zu zahlen, warum dann nicht einfach nach dem Studium weitermachen? Also es war eher so ein Prozess, der mich dann ins Nachdenken gebracht hat, mir diese Idee gegeben hat von Selbstständigkeit, wäre ja eigentlich doch möglich und wäre irgendwie cool, obwohl ich gar keine Ahnung davon hatte. Also 0,0. Ja. Auch keinen Menschen in meiner Familie habe, der je selbstständig war. Alle haben gesagt, ich habe keine Ahnung und ich habe mir alles komplett von null an irgendwie selbst erarbeitet. Also das war schon krass am Anfang. Ja. Und da sind wir eh schon bei der nächsten Frage. Hast du da irgendwie keine Ängste oder Bedenken gehabt? Oft, wenn man ja in den Schritt macht in die Selbstständigkeit und gerade wenn du sagst, in deiner Familie war jetzt keiner selbstständig, da kann ja schon sein, dass die einen oder anderen Ängste, Bedenken aufkommen, wo du unsicher bist.
Also ich muss sagen, was sehr spannend ist, und das spiegeln mir heute noch Freunde von mir, dass ich, wenn ich was Neues anfangen will, oft erst mache, bevor ich drüber nachdenke. Und das kam mir damals sehr zugute, weil ich habe es einfach gemacht und dann haben mich Leute gefragt, ja, warum, wie kannst du das jetzt einfach machen, ohne da vorher dir 1000 Gedanken drüber zu machen? Und ich habe dann während dem Machen schon gemerkt, ah, es funktioniert oder das und das funktioniert halt nicht. Und dann mal reflektiert, ah, okay, war vielleicht doch nicht so schlau. aber da muss ich sagen, bin ich einfach ein Typ, der gar nicht sich vorher so den Kopf zerbricht. Und jetzt sogar im Nachhinein merke, je mehr ich mich reflektiere und selbst mit mir beschäftige, kommt das sogar ein bisschen mehr, diese Gedanken, dass ich denke, nee, das ist doch eigentlich gar nicht dein Naturell, dir so viele Gedanken drüber zu machen. Also lass das doch einfach mal sein. Und deswegen bin ich da eher so reingepurzelt und habe einfach irgendwie erstmal gemacht. Was mir aber zugute kam, ist, dass ich sehr unterstützt wurde, auch von der Familie und vom Umfeld. Also ich hatte immer dieses Fallnetz, war mir immer so sicher, dass halt nichts passieren kann. Dass wenn irgendwas passiert, dann weiß ich, hey, da sind Menschen, die dich unterstützen, die dich auffangen. Und das kam mir schon sehr zugute. Ah, das ist super geil. Da kommt dann die Sicherheit automatisch noch, wenn man weiß, es kann im Grunde nichts passieren, ich brauche einfach nur mal machen. Und du hast ja große Erfolge, damit ihr auch genauso erreicht mit einer Fotografie. Ich weiß jetzt nicht, den Fotografen sagt die Fotokina was. Wir kennen die erst seit kurzem tatsächlich, die Veranstaltung. Und Adobe, und du warst da wirklich voll mit drin und hast da, du hast da direkt Workshops und das ist dann wirklich als voll dein Business ausgebaut, gell? Ja, das Spannende ist, wenn man das so im Nachhinein hört, dann denkt man so, geil, es hat immer alles funktioniert. Also wenn du jetzt die Fotokina ansprichst, da gab es eine Fotokina 2014 und eine, also die hat immer alle 2 Jahre stattgefunden, mhm, und eine 2016. Und das waren so die 2 Hauptfotokinas in meiner Fotografenzeit, die da so waren. Und bei der ersten Fotokina im Vergleich sind diese 2 Veranstaltungen wie, eine ist komplett da, dann ist hier ganz, ganz viel und die andere ist da, weil die waren so grundverschieden für mich. Die eine war die schlimmste Veranstaltung ever in meinem ganzen Leben für mich. Mhm. Und die andere war die geilste Veranstaltung ever. Also 2014 bin ich auf die Fotokina. Ich habe versucht, Kooperationen zu bekommen. Ich kannte keinen Menschen. Ich hatte kein Netzwerk, kein niemanden. Ich bin auf der Fotokina rum, habe ich 200 Ständen vorgestellt. Keiner wollte mich. Alle haben meine Visitenkarte als 500. Visitenkarte irgendwo abgehört und haben gemeint, ja, wir melden uns dann. Und ich bin so als junges Mädel da halt rumgelaufen und wollte irgendwie eine Kooperation mit irgendeiner Firma kriegen und niemand wollte irgendwas. Andere Fotografen standen auf den Bühnen und ich hätte mir nichts mehr gewünscht, als da irgendwie einen Vortrag zu halten. Und keiner wollte irgendwas von mir wissen. Und das war echt so voll harte Schule, 3 Tage lang jeden Stand abzuklappern, um danach zu merken, okay, scheiße, hast verkackt, keiner wollte dich, okay, kannst du vergessen mit deiner Karriere. Boah, das war richtig krass. Und ihr kennt ja auch Kelvin, der war da auch und war da auch schon mein Mentor zu der Zeit. Und er hat damals zu mir gesagt, hey, es kann sein, dass hier die anderen auf der Bühne stehen, weil die einfach auch mehr Community haben online. Mhm. Ne, weil die einfach mehr Menschen auch an den Stand ziehen, logischerweise. Wenn die einmal Werbung dafür machen, dann dachte ich so, okay, dann sind Follower online wohl doch wichtig. Also bis zu dem Zeitpunkt hatte ich mir überhaupt nicht viele Gedanken über Follower gemacht. Ich fand es halt cool, dass mir ein paar Menschen folgen. Ja. Und habe da gemerkt, dass Speaker auf der Fotokina gebucht werden, weil sie Menschen an den Stand ziehen, weil sie natürlich eine Brand sind, weil sie ja in ihrer Community das teilen. Und dann habe ich mir auf der Fotokina geschworen, dass ich bei der nächsten Fotokina 2 Jahre später richtig viele Follower haben werde und mindestens einen Vortrag auf der Fotokina. Sehr cool. Das habe ich mir dann so krass manifestiert, dass ich dann 2 Jahre lang alles dafür getan habe, dass das eintritt. Das war dann wie so eine Deadline, die ich so erreichen wollte. Und dann habe ich, also ich hatte bei der Fotokina, also ich hatte schon einige Follower, aber das hat anscheinend nicht gereicht. Ich glaube, ich hatte irgendwie 10.000 oder so bei der Fotokina 2014. Und dann hat Kelvin gemeint, naja, die anderen, die haben 30.000, 40.000. Also ist ja klar, dass im Vergleich eher die genommen werden als ich. Und dann habe ich mir geschworen, ich weiß das noch wie, als wäre das gestern gewesen, ich stand gegenüber von meiner damaligen Praktikantin und habe zu ihr gesagt, ich gebe dir heute und hier jetzt die Hand drauf. Und dann habe ich wirklich meine Hand ausgestreckt. Ich habe bei der nächsten Fotokina mindestens 50.000 Follower. Wow. So richtig gaga, 50.000, einfach mal so eine Zahl in den Raum geworfen. Hauptsache mehr als jeder, der hier gerade ist. Und mindestens einen Vortrag auf der Fotokina. Und sie dann,
okay, alles klar. Und hat mir so den Handshake gegeben. Und dann kurz nach diesem Handshake denke ich so, scheiße, wie soll ich das machen? Also überhaupt keinen Plan gehabt von irgendwas, aber das Commitment war halt da. Ja. Und dann weiß ich auch noch, dass, ich glaube, eine Woche später war ich bei Kelvin auch bei einem Workshop und habe ihm davon erzählt, von diesem Commitment. Und was macht er? Er packt seine Kamera aus und filmt es. Macht eine Story, weiß nicht, was das war damals, keine Story, aber irgendwie ein Vlog oder so, was halt damals so, und sagt, okay, Leute, die Nina, hier Menti von mir, hat jetzt ein Commitment zu sagen. Und ich sitze da so, und dann sage ich so voll kleinlaut in die Kamera, ja, als nächstes Jahr bei der Nina habe ich 50.000 Follower, ich weiß zwar noch nicht, wo ich sie herbekomme. Und dann war das auch noch auf Kamera und ich habe gedacht, ich werde nicht, da habe ich gedacht, jetzt muss ich es wirklich schaffen. Oh Gott. Das war spannend, ja. Und, war, ja, ja. Und 2016 war dann, bam. 2 Jahre später. Ich habe alles, was ich eingenommen habe, in den 2 Jahren in Werbeanzeigen geballert. Also alles, jeder Fotoauftrag, den ich bekommen habe, alles in Werbeanzeigen gesteckt, um halt Leute auf die Fanpage zu bekommen, um dieses eine Ziel zu erreichen. Ja. Und ich hatte 2 Jahre später 57.000 Follower. Boom. Und 4 Vorträge auf der Fotokina. 4 gleich, wow. Ja. Und wenn halt jetzt jemand sieht, boah krass, ich stand auf Bühnen und Adobe und so weiter, denke ich mir, okay, guck dir mal die 3 Jahre vorher an von der Fotokina, über dieses Commitment, über alles dafür getan, 2 Jahre lang, dass das dann so passiert. Aber das ist genau das, der Erfolgskumpel von dem, dass man dann wirklich davor was tut und sich vorbereitet ja auf das Ganze, gell? Ja, und vor allem, dass man durch Höhen und Tiefen geht, die man oft außen, nicht nur oft, meistens sieht man die außen nicht. Oder für einen Externen sind die auch von innen sichtbar. Man sieht immer nur die Ergebnisse, ne? Und ja, total. Das ist danke, dass du uns da in die Geschichte mitgenommen hast, weil, wow, das sind, ja... Da erkennt sich, glaube ich, viele gerade wieder und denken, ah, okay, da geht es ja eigentlich nicht anders wie mir. Und so krass, dass damals noch tatsächlich diese Followerzahlen so extrem wichtig waren, weil das hat sich ja im Laufe der Zeit ja auch verändert. Jetzt ist jetzt nicht mehr, du musst unbedingt 10.000, 15.000 oder 50.000 haben, sondern jetzt ist eher das die Interaktion, die Engagement Rate sozusagen wichtig, was man sagt, okay, du hast jetzt nicht nur viele Fans, Follower, eine große Community, sondern dass der Community, die mit dir mitarbeitet, die einfach für dich da ist, die interagiert tatsächlich. Ja, da muss man, glaube ich, auch nochmal unterscheiden, welche Zielgruppe du damit erreichen willst. Weil mein Ziel damals war ja, die Firmen wirklich zu erreichen. Und da brauchst du viel arbeiten. Und das ist ja heute auch noch so, ne, dass Leute mit einer großen Reichweite von Firmen angeschrieben werden. Ja, genau. Und es war auch schon damals so, wenn du mit Privatkunden arbeitest oder auch mit Einzelselbstständigen, dann ist es was ganz anderes. Ja. Dann geht es, wie du schon sagst, um die Bindung, um, dass sie interagieren, dass du mit denen ins Gespräch kommst, dass sie vielleicht auch mal Sprachnachrichten schickt oder so. Ja. Das ist was ganz anderes. Und da kommt es, glaube ich, echt drauf an, wen du wirklich erreichen möchtest und was so das Ziel davon ist. Ja. Ja. Aber jetzt mal ganz kurz, jetzt gehen wir mal zurück. 2016, du warst ja also wirklich erfolgreich in deinem Fotografie-Business. Ich weiß jetzt gar nicht aktuell, ob du das noch immer so machst oder nur so nebenbei, das weiß ich jetzt nicht. Aber wann ist bei dir der Sprung oder der Umstieg in dein jetziges Geschäft, dein jetziges Business, das Emotionscoaching? Wie ist das passiert? Auch ganz spannend. Ich habe euch ja eben schon gesagt, dass ganz am Anfang, dass eigentlich der Nachfrage geschuldet war, dass ich fotografiert habe. Und es war immer so, auch wenn ich irgendwas geändert habe, dass ich immer mich nach der Nachfrage gerichtet habe. Also das ist sehr spannend, weil ich habe dann gemerkt, dass plötzlich nicht nur Kunden angefragt haben für Fotos, sondern auch Fotografen, die wissen wollten, wie man gut fotografieren kann. Und dann habe ich ganz lange als Fototrainerin auch gearbeitet, also bestimmt während ich fotografiert habe, 2 oder 3 Jahre, ganz viele Workshops gegeben, ganz viel Fotografen erklärt, wie sie zu einem guten Bild kommen, cool, wie sie mit der Person vor der Kamera kommunizieren, wie sie das Licht einstellen, wie sie Schatten lesen können im Gesicht, also ganz viele Fototipps mitgegeben. Und der nächste logische Schritt war dann, dass die Fotografen zu mir gesagt haben, hey Nina, jetzt können wir fotografieren, aber wir können es nicht verkaufen. Okay. Weil wir ja gar keine Community haben, weil wir nicht wissen, wie wir mit den Menschen Verkaufskommunikation machen können. Und dann war ich natürlich so, ja, ich kann euch erklären, wie ich das mache. Also habe ich auf meiner Seite halt angefangen, den ein oder anderen Post halt auch mal darüber zu machen. Wie kommuniziere ich mit Kunden?
wie baue ich meine Facebook-Seite auf, wie funktioniert Social Media, um den Leuten halt nicht nur bei der Fotografie zu helfen, sondern auch dabei. Okay, das heißt, und daher kam dann dieses emotionale Marketing, das auf freundschaftliche Art zu machen, nicht so pushy, sondern halt alles so eigentlich, wie ich es immer gemacht habe, denen eigentlich einfach nur zu zeigen. Und dann kam auch der ein oder andere Workshop dazu. Eine Workshop-Woche habe ich dann mal gemacht, so eine Masterclass, wo die dann einfach eine Woche lang sozusagen ihr Business dahinter aufgebaut haben, wirklich für Einsteiger, die das hobbymäßig machen und damit halt selbstständig werden wollen. Und weil du jetzt gerade nach dem Coaching auch gefragt hast, der nächste logische Punkt war ja eigentlich, dass sie das dann alles konnten und dann aber gesagt haben, ja, aber ich traue mich nicht. Ja. Also jetzt weiß ich, ich muss mit einem Video vor die Kamera, ich weiß, ich muss eine Story machen, aber ich traue mich gar nicht, ein Video von mir zu machen. Weil oder die Person hinter der Kamera und nicht vor der Kamera, oder? Ja. Genau, richtig, ja. Und so geht es super vielen Selbstständigen, dass sie sich nicht getraut haben, vor die Kamera zu gehen. Sie haben sich nicht getraut, die Preise zu erhöhen. Sie haben sich nicht getraut, Kunden aktiv anzurufen. Also so kleine Sachen, die für dich selbstverständlich sind, wenn du das vielleicht schon länger machst. Mhm. Aber wenn du jetzt neu da reingehst, so, okay, krass, ich soll jetzt einfach so jemanden anrufen und dem, also das macht man doch nicht. Ja. Und dann das mit den Videos, also so diese ganzen inneren Ängste, die dann plötzlich hochkamen, mit denen sie dann konfrontiert waren. Und dann habe ich bestimmt ein Jahr lang nach einer Technik gesucht, so, ich brauche noch irgendwas, um das Problem auch noch zu lösen, weil ich wollte ja alles für die Zielgruppe machen. Ja. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, okay, was kann ich machen? Und bin dann irgendwann mit NLP in Kontakt gekommen, über eine Bekannte von mir, also neurolinguistisches Programmieren, wie man mit Hilfe von Kommunikation und Sprache Themen lösen kann. Yeah. Ich dachte so, oh mein Gott, das ist das, was ich immer gebraucht habe. Und so fing das eigentlich alles an, dass ich dann 2017, glaube ich, oder 2018 Anfang, eine NLP-Ausbildung gemacht habe. Und das so mein Einstieg war in, da gibt es noch viel mehr. Also nicht nur im Außen zu arbeiten an der Strategie, sondern eben auch im Innen. Damit man überhaupt die Strategie dann so umsetzen kann, wie man sich das ja vorstellt, aber eben diesen Schritt oft nicht gehen traut, gell? Ja. Also so wirklich dieses Ganzheitliche dann. Ja. Aber total spannend, diese Kettenreaktion nenne ich es jetzt mal. Aber da hast du wieder deine Gabe, sage ich mal, immer genützt, dass du einfach mal gemacht hast und nicht gewartet, bis der perfekte Zeitpunkt kommt, bis die perfekten Umstände sind und so weiter, sondern einfach mal getan und dann einmal gedacht, was habe ich jetzt eigentlich getan die letzten Wochen und was ist passiert? Also, ja, genau. Also so dem Prozess halt vertraut, ne? Gemerkt, okay, ich könnte mal so eine NLP-Ausbildung machen, die gemacht und danach gucken, okay, wie kann ich es jetzt einbauen? Also vorher gar nicht diese ganzen Gedanken mit, brauche ich das wirklich und so weiter, sondern einfach mal geguckt, mal reinfühlen, weil wenn ich es nicht mache, kann ich es auch gar nicht fühlen, wie es sich anfühlt, ob es passend sich anfühlt oder nicht passend. Und danach dann geguckt, wie kann ich das so Schritt für Schritt in die Coachings mit einbauen, den Leuten da noch mehr Tipps rausgeben. Und danach ist natürlich ganz viel gefolgt in dem Bereich. Also von der energetischen Ausbildung über jetzt Emotionscoaching, was für die Coaches der Nachfolger von Wingwave ist, mit dem ich arbeite, also wer sich da auskennt und es schon mal gehört hat. Das heißt, ich habe in ganz vielen verschiedenen Bereichen Ausbildungen gemacht, um quasi für mich so die perfekte Kombination an Coaching rauszubekommen, die jetzt quasi von innen heraus helfen kann, um im Außen halt in der Selbstständigkeit diese Dinge dann auch umzusetzen. Ja. Ja, da kommen wir, glaube ich, eh schon ein bisschen zur nächsten Frage. Wie setzt du das dann in deinem Coaching um? Magst du da irgendwie so ein Beispiel geben, weil du sagst, eben von innen nach außen, du gehst ja auf Emotionen ein, sicher auch auf diese, sagt man so gern, diese limitierenden Glaubenssätze. Das heißt, wir setzen uns ja selber Grenzen und im Grunde brichst du die dann so ein bisschen auf. Ich glaube, brechen ist jetzt das falsche Wort, aber du bearbeitest die sozusagen dann auch mit deinen Coaches. Genau. Die Frage ist, wie wissenschaftlich ihr die Erklärung haben wollt. Einfach erklären, würde ich jetzt mal sagen. So, dass jeder sagt, okay. Ja. Also was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass wenn du von Coaching erzählst, dass viele erstmal denken oder so voraussetzen, dass es irgendwie so ein bisschen wie eine Gesprächstherapie ist. Also dass du mit dem anderen sozusagen dich hinsetzt und dann überlegst du, was ist der Glaubenssatz und dann gibst du hilfreiche Tipps mit auf den Weg, denk doch mal um. Ne, also das ist so das typische Reframing, einfach mal von der anderen Seite betrachten. Ja.
Aber das, womit ich jetzt mittlerweile arbeite, ist komplett anders. Und es ist auch nach dem Coaching, sagen die Leute, ich hätte alles erwartet, nur nicht das, dass es so funktioniert. Das ist immer weil das Spannende ist, bitte? Das ist immer das Beste, wenn man überrascht wird. Ja. Wirklich, weil das Spannende ist, also ich glaube, einen kleinen Ansatz Wissenschaft muss ich reinbringen, damit man versteht, wie es funktioniert. Also wir haben zwei Hauptbereiche im Gehirn, um die es bei dem Coaching geht. Und zwar ist es einmal der präfrontale Kortex, der sitzt hier hinter der Stirn. Mhm. Und der ist so für das ganze logische Denken zuständig. Also wo wir unsere Abrechnungen machen, wo wir Excel-Listen schreiben, wo wir mit Leuten Strategien erarbeiten oder uns selbst erarbeiten. Das ist alles so das logische Denken. Mhm. Dann gibt es noch einen anderen Bereich, das ist das limbische System. Ja. Und das limbische System ist für die Emotionsverarbeitung zuständig. Und diese zwei Bereiche müssen immer beide versorgt sein mit Energie, sonst fühlen wir uns nicht in unserer Mitte. Das heißt, vielleicht habt ihr das schon mal im Biologieunterricht oder so gehört, dass euer ganzes System und eure ganzen Zellen mit Glucose versorgt werden. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Wahrscheinlich. Ganz sicher. Erinnert euch bestimmt. Und das Spannende ist, es wurde wirklich wissenschaftlich nachgewiesen, dass wenn einer von diesen Bereichen nicht mit Glucose versorgt ist, zum Beispiel das Emotionszentrum oder der präfrontale Kortex, dass du dich dann komplett unausgeglichen fühlst und irgendwie in einem Trigger drin bist, in einer Emotion. Und das kann man wirklich wissenschaftlich nachweisen. Dass wenn du jetzt einen Wutanfall hast oder in tiefster Traurigkeit bist oder auch unterbewusst einen Trigger einfach hast, irgendwas, was dich gerade irgendwie so fuchst, du weißt gar nicht warum, aber irgendwie merkst du so, boah, irgendwie triggert mich das gerade total. Und dann hast du da ein Ungleichgewicht in der Versorgung von deinem Gehirn. Krass. Okay. Und das hat man halt rausgefunden und hat sich halt überlegt, wie können wir denn auf neuronaler Ebene, also wirklich im Gehirn, durch ganz einfache, spannende Übungen dieses Gleichgewicht im Gehirn wiederherstellen. Mhm. Das heißt, bei dem Coaching geht es weniger darum, im Außen sich zu überlegen, was können wir denn machen und herumzureden, sondern im Coaching macht man ganz witzige Sachen, wie zum Beispiel Mathe rechnen, sich Sachen merken, wo man denkt, hey, warum soll ich jetzt sowas machen, um den Glaubenssatz zu lösen? Und dann merken viele am Ende vom Coaching, jetzt habe ich gerade 3 Matheaufgaben gelöst und das und das und das kombiniert. Und plötzlich fühle ich gar nicht mehr so, wie ich vorher gefühlt habe. Also plötzlich ist es für mich voll normal. Also ich habe das halt ganz oft nach dem Coaching, dass die Leute da sitzen und sagen, ich habe jetzt zwar nicht gecheckt, wie das jetzt funktioniert hat, aber es ist weg. Also das ist wirklich so dieses Buff-Gefühl, weil du umgehst quasi sozusagen dieses in der Realität, im Hier und Jetzt irgendwie das zu lösen mit sinnvollen Argumenten, sag ich mal, sondern du gehst halt direkt über die Neuronen im Gehirn. Mhm. Und das macht es halt so krass spannend, dass dein Gehirn danach so klar ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist da auch immer ein Teil, der dann sagt, okay krass, wie hat das jetzt funktioniert? Ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt weiß ich nicht, 5 und 5 zusammengerechnet habe und plötzlich soll da was gelöst sein, aber das finde ich halt so viel spannender, dass es auf so eine einfache Art und Weise funktionieren kann und es aber niemand da draußen weiß. Ja. Ja, also das, was wir ja denken, ist, so lange, wie ich gebraucht habe, um mir das drauf zu schaffen, ich schon 10 Jahre kämpfe ich damit rum, mindestens so lange dauert es, um es wieder zu lösen. Weil es ist ja ein Prozess und ich muss ja da rein und dann muss ich ja mit meinem inneren Kind und was weiß ich nicht alles. Aber das musst du alles gar nicht. Und das halt zu wissen, das war für mich so, ich kann das jetzt in dem Moment, auch wenn ich schon 10 Jahre damit kämpfe, kann ich es lösen. Also seit ich das halt weiß und kenne, will ich eigentlich, ich habe schon manchmal ein schlechtes Gewissen dabei, andere Sachen nur noch anzubieten. Krass, gell? Ja, und Wenn ich jetzt einfach nur Content liefere, dann weiß ich ja wissenschaftlich, dass ich jetzt eigentlich nur die Ratio anspreche und es so viel mehr gäbe, das zu lösen. Dann denke ich manchmal, reicht das jetzt? Ist auch manchmal schon limitierend für mich. Reicht das jetzt, wenn ich das jetzt nur in der Story erzähle? Nee, eigentlich gehört, dann lasse ich es. Und dann limitiere ich mich manchmal selbst, was zu erzählen, weil ich weiß, wie viel besser ich helfen könnte, wenn ich halt ins Coaching gehe, aber logischerweise müssen die Leute ja irgendwie davon erfahren, ne? Ja.
Es ist so spannend mit dem Gleichgewicht und tatsächlich, also ich vergleiche das jetzt so gerne mit, wenn du zum Arzt gehst, der, der gibt dir einfach Medikamente, um das Symptom zu bekämpfen praktisch, aber er geht nicht auf die Ursache. Und bei dir ist es wirklich so, diese Methode, du gehst direkt aufs Organ, so komisches Kind, also du gehst echt mal da voll rein und da bekämpft und einfach, oder da linderst du das oder da drehst du das um und bringst das Gleichgewicht einfach wieder, du stellst es wieder her. Und das Krasse ist, und ich glaube, deswegen ist man dann so erstaunt, weil man damit generell nicht mehr rechnet, weil das meiste wird immer nur an der Oberfläche einfach kurz mal so abgerieben und je länger du eben an dem Prozess arbeitest, desto weiter kommst du wirklich an die Schicht vor, wo du hin solltest. Und bei dir ist es halt, du lässt das ganze Kratzen mal weg, du gehst bam. Und ich glaube, das ist das, was wir im ersten Moment gar nicht verstehen können. So, wow. Das ist aber auch die spannende Challenge für mich jetzt im Marketing. Also ich komme ja jetzt aus dem Marketing, bin jetzt gerade vor der Challenge. Wie erklärst du was man nur versteht, wenn man es gemacht hat? Ja. Wie erklärst du das jetzt, bevor die Leute das gemacht haben? Und da bin ich gerade so, okay, krass, neue Challenge. Challenge accepted. Stimmt, ja. Ja, weil wenn du das selber gemacht hast, ist es ja einfach zu erklären. Ja, ich verstehe schon. Spannend. Meistens noch nicht mal dann. Also ich habe teilweise die Coaches von mir gefragt, die können nur sagen, wie sie sich jetzt fühlen, aber wenn du die fragst, was sie da gemacht haben, sagen sie, boah, keine Ahnung, das war irgendwie 5 Sachen kombiniert und dies, das und plötzlich war es nicht mehr da. Also total geil. Ja. Ich würde jetzt gerne, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade das gleiche Ding hast wie ich, aber ich würde jetzt einfach gerne mal kurz einen Sprung machen, weil viele von unserer Community strugglen tatsächlich mit dem Thema Coming Out oder mit den Emotionen und sexuelle Orientierung und einfach so. Ist es genau so ein Thema, wo du sagst, genau eben solche Ängste, solche Emotionen, genau sowas kann ich genauso eben damit jetzt anpacken und wirklich eben die Ursache des Gleichgewichts im Kopf sozusagen herstellen? Ja, weil jetzt also waren wir ganz viel im Geschäft vorher und jetzt mal wirklich so auf diese komplett persönliche, emotionale Ebene, wollte ich kurz mal die Frage stellen. Ja, also im Grunde ist es ja so, dass uns nur was triggert oder was stört irgendwie, wenn wir einen inneren Widerstand dagegen haben. Mhm. Ja. Das heißt, um ein kleines Beispiel zu geben, wenn jetzt zum Beispiel, stell dir vor, du bist 1,60 Meter groß und du hast voll das Thema mit deiner Größe. Du findest immer, oh, ich bin zu klein und es stört mich total und ich kann gar nicht mithalten, weil ich zu klein bin. Also du machst dich selbst total fertig, dass du zu klein bist. Mhm. Und jetzt kommt einer zu dir und sagt, oh, du bist aber klein. Boah, und jetzt kämpfst du so die ganze Zeit mit dir, dass dich das so krass trifft und du denkst, der andere, der ist voll blöd, weil der mich damit getriggert hat. Yeah. Jetzt ist aber die Frage, ist es eigentlich der andere oder ist es eigentlich dein Thema? Weil wenn du jetzt 1,60 bist und du findest voll geil, dass du 1,60 bist und ja, du bist klein, aber du stehst dazu. Und jetzt kommt einer und sagt, oh, du bist aber klein und du sagst, ja, geil, ich weiß. Das ist so die innere Attitude, die quasi bestimmt, ob dich was triggert oder nicht. Und wenn du kein Thema damit hast, dann triggert es dich nicht, dann würde es dir nicht mal auffallen, dass was passiert ist. Und genauso ist es, glaube ich, beim Thema Coming Out, wenn du komplett okay damit bist und komplett dazu stehst und jemand würde das jetzt ansprechen und würde irgendwie darüber sprechen oder sowas, dann würde dich wahrscheinlich nichts davon triggern und du würdest einfach sagen, ja geil, ist so, weil ich bin so und ist cool. Ja, das war ja genauso. Wenn du jetzt aber einen inneren Widerstand hast und die ganze Zeit denkst, oh Gott, ich darf das nicht zeigen und wenn das jemand rausfindet und ich darf nicht drüber sprechen und dann spricht einer nur ein bisschen davon an und du denkst, oh Gott, gleich könnte es passieren, das könnte jemand rausfinden oder irgendwas, dann merkst du ja, jetzt kommt da gerade was hoch, was emotional in mir passiert und gar nichts mit dem anderen zu tun hat, sondern einen Prozess in mir angestoßen hat. Ja. Was eine innere Angst sein kann, sich zu zeigen, eine innere Angst, darüber zu sprechen vielleicht auch. Oder jedes Mal neu, egal zu welcher Person du kommst, dich neu zu outen oder so, ja, auch wenn du es bei manchen vielleicht schon gemacht hast. Ja. Das heißt, auch hier hättest du quasi ein Thema, wo du einen inneren Widerstand hast gegen einen Teil von dir. Du hast einen, der möchte sich zeigen und einen, der hat Angst davor. Ja. Das heißt, du hast einen Widerstand zwischen zwei Teilen, die irgendwie in zwei Richtungen ziehen.
Und du stehst in der Mitte und weißt nicht, was du machen sollst, ja. Also es wäre sehr typisch sogar dafür. Okay. Ich wünschte, ich hätte das vor ein paar Jahren schon gewusst und anwenden können. Ja. Ja. Ja, also bei uns war das auch nur mit dem Wort lesbisch. Da haben wir nämlich, wir beide selbst, einfach ein Thema gehabt mit dem Wort. Bis wir dann einfach hergegangen sind, in den letzten Monaten erst, und das akzeptiert haben. Und jetzt damit fein sein. Ich meine, das ist auch so ein Beispiel, was wir jetzt letzten Monate selber erlebt haben. Ja. Und wir therapieren uns jetzt mit einem eigenen Podcast damit. Wir haben halt jetzt einen anderen Weg gefunden, sozusagen drüber zu helfen. Umso öfter wir das Wort sagen, umso mehr ist es, hey, yes! Es soll im Grunde genommen ein normales Wort sein, wie jedes andere auch. Und, aber genau das gibt eurem System ja die Referenzerfahrung. Ja. Also euer Gehirn will euch ja nur schützen und dafür sorgen, dass ihr weiterlebt. Dafür ist ja das Gehirn da. Genau. Wenn jetzt euer Gehirn merkt, ich habe es wieder ausgesprochen und ich lebe noch. Und dann ein paar Wochen später, ich habe es wieder ausgesprochen und ich lebe immer noch. Dann merkt das Gehirn, also wir leben noch, auch wenn wir das jetzt schon 100-mal ausgesprochen haben, ja, dann ist es ja doch nicht so schlimm. Ja. Ich muss nicht mehr fliehen. Echt schwierig. Ja. Genau. Und du hast ja gerade früher gesagt, du hättest das Wissen, was du heute hast, bezüglich Emotionen und dem ganzen Systemen, nenne ich jetzt einmal im Kopf, schon vor ein paar Jahren gerne gewusst. Was würdest du deinem Ich von, weiß ich nicht, vor 4, 5 Jahren für eine 3 Tipps geben, um, ja, gar nichts. Einfach, was für eine 3 Tipps würdest du? Mit dem Wissen, was du jetzt hast, natürlich. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute und spannende Frage, weil ich die im Emotionscoaching-Bereich auf mich früher noch gar nicht so angewendet habe, sondern eher immer so im Marketing-Bereich, wenn mir die gestellt wurde. Jetzt muss ich echt mal kurz nachdenken, was das in dem Bereich wäre. Also ich habe ja immer so die Grundeinstellung, dass alles so sein soll, wie es war, weil sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Genau. Das heißt, jeder Prozess, durch den ich gegangen bin, war wahrscheinlich genauso gut. Das heißt, wenn ich jetzt eingreifen würde mit Tipps, dann würde ja alles vielleicht anders passieren danach. Aber man kann ja immer trotzdem so, wenn ich mir mal vorstelle, ich würde mir jetzt Tipps geben. Ich wollte, das Wort Tipp wollte ich irgendwie umschreiben, aber ehrlich, ich habe kein anderes Wort gefunden. Ja, oder Ratschläge oder so. Ja, Ratschläge, das finde ich noch schlimmer. Oder Erfahrungen. Erfahrung. Aber es ist oft auch schwierig. Also, auch so in Bezug auf Outing und so weiter, weil ich ja auch die Erfahrung gemacht habe, ist auf jeden Fall einfach nur der Satz, alles wird gut. Okay. Also, weil in dem Moment, wo du da durchgehst, hast du ja das Gefühl, dein ganzes Leben wird so sein. Dein ganzes Leben wird so sein, dass du dich verstecken musst, dass du mit niemandem drüber reden kannst und du wirst, bis du 100 bist, damit kämpfen. Also, der erste Satz wäre, alles wird gut. Mhm. Der zweite Satz wäre, ich würde ja schon fast sagen, du musst keine Angst davor haben, damit rauszugehen. Aber ich glaube, wenn ich diesen Prozess nicht so gemacht hätte, wie er gewesen wäre, hätte ich vielleicht jetzt auch gar nicht diese Stärke, die ich habe. Deswegen ist es bei mir immer so ein Zwiespalt zwischen, will ich diesen Tipp wirklich abschicken? Ja. Oder bin ich eigentlich eher dankbar dafür, dass ich durch diesen Prozess gegangen bin? Ja. Na, sehr schön. Wir sehen ja das ja einmal so. Das ist ja ein Prozess, den muss wirklich jeder für sich gehen und jeder auf seine eigene Art und Weise machen. Deswegen ist das auch schwierig. Wir sagen einmal nur, wir können das erzählen, was wir erlebt haben. Aber jeder muss für sich selbst dann die Nuggets auserholen und für sich selber dann umsetzen. Das ist wirklich extrem wichtig. Das kann man jetzt mit einem Business nicht vergleichen, sage ich jetzt einmal. Das ist eine andere Geschichte. Ja, aber... Stimmt schon, ne? Aber es ist trotzdem schon mal, ich glaube, wenn man einfach jemandem zuhört, der ja schon den Prozess erlebt hat, entweder hat man dann einfach das Gefühl so, boah, ja, Gott sei Dank, da gibt es jemanden, der hat mal das Gleiche gefühlt wie ich und ist jetzt aber jetzt da. Und somit weiß ich, okay, es eben alles wird gut. Also ich kann es auch schaffen, dahin zu kommen, dass es mir dann auch gut geht. Und ich glaube, da ist für einfach was wir jetzt zum Beispiel einfach von unserer Seite aus machen, ist, zu zeigen, es ist möglich. Es ist einfach echt komplett alles möglich, wenn man einen Schritt nach dem anderen einfach macht und den an sich intuitiv arbeitet. Und den intuitiv, das ist nämlich auch so wichtig. Und nicht, ich mache jetzt einen Schritt, weil der hat den Schritt auch gemacht. Nein, ich mache den, weil mir das gut tut, weil ich den Schritt fühle.
Das muss ich gut anfangen. Was spannend ist, worüber ich mir letztens mit Caro aus meinem Team, da saßen wir zusammen und haben uns über eine sehr spannende Frage Gedanken gemacht, nämlich über die Frage, wenn ich jetzt gerade starte, sei es jetzt mit der Selbstständigkeit oder damit starte, mich selbst zu reflektieren mit Persönlichkeitsentwicklung, weil du gerade das Wort intuitiv angesprochen hast. Wer sagt denn, dass aus mir gerade die Intuition spricht? Und wer sagt, dass es vielleicht nur die Angst ist, nicht den Schritt zu gehen? Weil es kann ja sein, dass ich Angst vor dem nächsten Schritt habe, mir dann aber einrede oder fühle, nee, das fühlt sich nicht richtig an für mich. Wer sagt mir, dass es jetzt nicht die Angst ist, die mich davon abhält und sich deswegen falsch für mich anfühlt, diesen Schritt zu gehen? Oder vergleicht die Intuition? Das ist von Mensch zu Mensch verschieden. So wie wir das, wie wir das zum Beispiel bemerkt haben. Ich habe eine extreme Intuition. Ich fühle meine Intuition sehr stark. Und, oder nennen wir es so, Intuition bei mir zum Beispiel, ich habe Vertrauen in mich selbst. Und du hast zum Beispiel Vertrauen ins Universum. Also schon in mich selbst auch, aber ja, für mich ist das Vertrauen ins Universum stärker tatsächlich. Und die Intuition, ja, ich bin halt voll der Intuitionsmensch. Mich zu dem Thema fragen ist jetzt wirklich gar so, aber es ist interessant, ja. Aber es sind auch gerade eher Sachen im Nachhinein, wenn du dann sagst, ich hätte mehr auf meinen Bauch hören sollen. Mhm. Weil man mit einem Ergebnis, weil man mit irgendwas nicht zufrieden ist, weil man es anders gemacht hat, als man sich gefühlt hat danach. Ich glaube, das ist eher so. Das hat schon mit dem Gefühl zu tun. Natürlich ist Angst auch ein Gefühl und du kannst deswegen so handeln, weil die Angst jetzt da ist und du fühlst und denkst, ah, das ist intuitiv. Aber es ist trotzdem so, wenn du dann den Schritt danach nimmst, ich glaube, dann merkst du schon, war das jetzt so, weil es wirklich von mir gekommen ist oder war irgendeine andere, irgendwas von außen trotzdem noch da, weil, dass ich Angst gehabt habe überhaupt oder so. Mhm. Aber es ist ein interessantes Thema. Ja, wir sind dann auch zu dem Schluss gekommen, dass ich persönlich glaube, dass wenn du intuitiv handelst, dann handelst du aus einer Klarheit heraus. Also aus einem positiven Gefühl heraus. So, ich habe die innere Klarheit für mich, die eher einen neutralen Gefühlsstate darstellt. Ja. Und bei dem anderen handelst du aus einer Angst oder einer Unsicherheit heraus. Also du sagst, nee, das Video zu machen ist nichts für mich, spürst aber keine innere Klarheit, sondern Unsicherheit. Mhm. Und ich glaube, dass das der Unterschied ist. Kann man das zum Beispiel jetzt also bildlich darstellen, bei der Unsicherheit und bei der bei der Nicht-Intuition nennen wir es mal so, dass man da schwitzige Hände bekommt und vielleicht ein bisschen zittert am Körper. Und wenn die Intuition ist, dann ist man wirklich gelassen und so wie du sagst, klar, okay, genau. Das ist mein Weg. Ja, also das würde ich persönlich so unterschreiben und würde sagen, dass das der Unterschied ist, weil bei der Angst ist ja eigentlich der richtige Step, in die Angst zu gehen, um aus der Komfortzone rauszugehen. Mhm. Ne? Und wenn man es dann aber mit dem inneren Gefühl oder der Bauchstimme verwechselt, geht man vielleicht den Schritt nicht, obwohl es genau der Schritt wäre, der dich aufs nächste Level bringt. Mhm. Ja. Und dann umschiffst du ihn eventuell. Ja, stimmt. Okay. Ich habe damals mit ganz vielen gearbeitet, die in die Selbstständigkeit gehen und immer gesagt haben, nein, das fühlt sich nicht nach mir an. Das bin ich nicht. Das ist nicht mein Weg. Und dann habe ich immer gefragt, ist es nicht dein Weg oder hast du einfach nur Angst davor? Mhm. Und dann waren nämlich viele so, ah ja, stimmt, vielleicht habe ich einfach nur Angst davor. Mhm. Es würde voll mein Ding sein, wenn ich es einfach mal machen würde. Ja, einfach mal machen, könnte ja gut werden. Es ist oft wirklich, ja, das stimmt schon. Ich glaube, dass dann genau diese Aussage kommt, ja, das ist nicht mein Weg. Ja. Und im Grunde ist aber nur irgendwas da, was die gerade ein bisschen zurückhält, wie so die Gummibänder, die gerade noch irgendwo bei dir befestigt sind. Und wenn du aber dann durchschneidest und denkst so, ah, und vielleicht ist es aber doch mein Weg. Ich muss mir nur trauen, genau über die Grenze zu gehen. Ja. Stimmt, ja. Ja, oder um jetzt ins Coaching zu gehen, ne? wenn du irgendeinen Trigger da noch drauf sitzen hast oder so konditioniert bist oder so, dann denkst du, es ist nicht deins, obwohl es irgendeinen Trigger nur in dir auslöst. Und würde man den lösen, dann wäre es zu 1000% deins. Aber du hast irgendeine Erfahrung in der Vergangenheit gemacht, die dir gezeigt hat, das ist nicht gut für mich. Aber es war nur diese eine Erfahrung und dein System erzählt dir, dass das immer so ist. Ja. Stimmt. Also du warst einmal auf der Bühne, in der Schule zum Beispiel, vor der Klasse und wurdest ausgelacht. Jetzt denkst du, Speaker sein ist nichts für mich. Genau. Ich kann nicht überhaupt, fühlt dich überhaupt nicht gut an. Ja. Ja. So, jetzt löst du aber diesen Trigger, vor Menschen zu sprechen,
dass es sich plötzlich neutral anfühlt, dass du okay damit bist. Und plötzlich kannst du aus der Ratio heraus, aus einer Klarheit heraus entscheiden, ist es mein Ding oder nicht. Aber erst, wenn dieser emotionale Trigger gelöst ist. Wahnsinn. Und es ist auch so wichtig, für eben Entscheidungen zu treffen. Ja, total. Ja. Ihr wird es auch gerade einen Trigger kriegen, nämlich, dass, wenn wir jetzt weitermachen, wir kommen von Hundertstel ins Tausendstel. Und mein Trigger hat jetzt einfach gesagt, danke, liebe Nina, für das wahnsinnig bunte, sag jetzt mal, Interview, für den ganzen Input, was du da gegeben hast. Und ja, ich bin jetzt ein bisschen sprachlos. Ich übergib dir das Wort. Nein, es war wirklich, danke. Es war so interessant. Und ja, wir hätten noch extrem coole Themen, aber ich glaube, dafür braucht man echt einen Neintermin einfach, weil es geht gar nicht anders. Vielen Dank für deine Zeit, für die Offenheit, für die ganzen, tatsächlich deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast, was absolut interessant sind. Dein Weg, also du hast uns wirklich in Kurzform auf deinem Weg ein bisschen mitgenommen und dafür ein ganz, ganz großes Danke. Ja. Sehr gerne. Gerne noch, wenn du was sagen möchtest. Das sind, glaube ich, alles Themen, die man so anschneidet. Und dann könnte man, glaube ich, ewig in jedes nochmal tiefer eintauchen oder so. Aber mega schön. Also ich danke euch für dieses Gespräch und ja, bin gespannt auf das Feedback und dankbar für jeden, der bis hierhin natürlich angeschaut hat und sich davon was mitnimmt und für den eigenen Weg umsetzt. Super. Absolut. So, und wenn dir das Video jetzt gut gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auf den Daumen. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das doch gleich. Wir sehen uns beim nächsten Video.